Wie geht's, Mr. Clay? Ich kann einiges von dem, was da reinkommt, kaum glauben. Jedes Mal, wenn ein Schiff anläuft, ist es... So nach und nach verstand ich den Schmerz, den Lincoln ertrug. Kommt aus dem Krieg und erwartet Frieden. Aber alles, was er fand, war Schmerz. Tragisch. Es musste passieren, dass er immer weiter in den Sumpf gezogen wurde. Und trotzdem, ich dachte... Ich hatte gehofft... Gehofft, dass ich ihm beim Loslassen helfen kann. Er war noch gefangen in der Sache mit den Marcanos. Er lag ja noch im Koma, als wir Sammy und Alice bestatteten. Er hatte also nie eine Chance, sich zu verabschieden. Das sollte er nachholen, dachte ich. Dann könnte er wieder ein normales Leben führen. Falls jemals eine Person falscher lag als ich, dann... kenne ich sie nicht. Ich glaube... Wenn wir zu Sammys Bar gehen, wird dir das eine Menge bringen, Lincoln. Ehrlich gesagt, Vater, sehe ich kaum einen Sinn darin. Es ist schwer, loszulassen. Sich zu verabschieden. Ein Abschied bringt mir nicht das, was ich will, Vater. Das, was du willst, ist nicht immer das, was du brauchst, mein Sohn. Deine Tante Lily hat sich gestern gemeldet. Hat wieder nach dir gefragt. Ich glaube, sie hat sich in den Kopf gesetzt, was aus Sammys Bar zu machen. Oh. Weiß nicht, was ich ihr sagen soll, so wie alles läuft. Nun, sie war schon immer eine willensstarke Frau. Keine Ahnung, ob du das noch weißt, aber nach Paulas Tod verfinsterte sich Sammys Seele. Er begrub seinen Verlust ganz tief in sich. Fing an, die ganze Nacht am Hinterausgang der Bar Mädels anschaffen zu lassen. Schließlich hatte Lily genug. Sie marschierte mit dem Feuer des Herrn im Herzen hier rein, schmiss alle Mädels raus. Die Freier, Sammys Crew... Und dann hat sie sich ihren Bruder so richtig zur Brust genommen. Hat ihm gesagt, er versündigt sich an Paula. Aber vielmehr noch an euch Jungs. Dass er euch vorlebt, dass eure Mutter nichts bedeutete. Von diesem Zeitpunkt an gab es dort keine Prostitution mehr. Huh.
Ich erinnere mich nur daran, dass Tante Lilly uns manchmal für ein paar Nächte zu sich nahm und uns Eis kaufte und sowas. Sie hat euch Jungs beschützt. Eine solche Familie ist ein Geschenk Gottes, mein Sohn. Back vorne. Wir müssen da jetzt rein. Hey, was ist denn? Helf mir! Oh Gott, sie kommen! Wer? Die. Komm zurück, Anna. Geht weg hier. Ja, gut. Na los. Du solltest nicht hier sein. Es gibt. Du bist tot, Schwanzlutsch! Wir müssen fliehen. Wir müssen hier weg. Sag mir, wie du heißt, mein Kind. Anna. Das wird schon wieder. Lincoln, das hier ist Anna. Diese Männer sind erledigt. Aber wenn noch mehr kommen, möchte ich, dass ihr verschwindet. Eine meiner Gemeindeschwestern ist verreist. Sie hat eine Wohnung in Tickford. Da sind wir sicher. Das weißt du nicht. Ich bringe sie dorthin. Wir treffen uns, wenn du bereit bist. Okay. Ich werde mich erstmal drin umsehen. Besudelt von Blut. Besudelt von Blut. Ach, abgeschlossen. Fuck. Wer zur Hölle waren diese Leute? Vielleicht sollte ich hier meine Kamera einsetzen. Jede Leiche hat ihre Geschichte. Abgeknallt, dass er weggerannt ist. Fesselspuren müssen ihn gefesselt haben. Die schleifen ihn also hier rein, aber als er abhauen will, knallen sie ihn ab. Aber warum waren die überhaupt hier? Was ist wohl mit dir passiert? Der hat wohl ein Messer in den Bauch gekriegt. Keine Spur von Fesseln. Interessant.
Irgendeine Art von Tattoo. Könnte was bedeuten. So eine Karte habe ich ja noch nie gesehen. Die Blume ist handgemalt. Hast dich wohl mit der Falschen angelegt. Oh, Scheiße. Was verbrennen die denn hier? So eine Art Weihrauch vielleicht. Schale. Vielleicht für irgendeine Art von Zeremonie. Besudelt von Blut. Das ist das, was diese Anna gesagt hat. Sieht irgendwie rituell aus. Diese Zeichen. Seltsam. Okay, das wäre dann alles. Zeit zu gehen. Es wurde ja Kriegsmüdigkeit genannt im Zweiten Weltkrieg. Oder kampfbedingte Stressreaktion. Aber der Begriff, der wohl passender wäre, ist Kriegsneurose. Wir alle wissen, dass der Krieg wie die Hölle ist. Ja, also nichts Neues. Der Schmerz. Die Schuld. Und immer diese Wut, dass du gezwungen bist, Abscheulichkeiten zu tun. Es bricht dein Herz. Und ich wusste sofort, dass dieses Mädchen auch eine Art von Krieg erlebt haben musste. Denn die Hölle loderte in ihren Augen. Ich sprach gerade mit Anna über die Männer drüben im Sammys. Sie wurde nicht verschleppt. Sie ging mit ihnen, freiwillig. Aber das ergibt keinen Sinn. Die Kleine ist gelaufen, als hätte sie Todesangst. Und drin im Sammys standen drei Wörter an der Wand. In Blut gehüllt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sammy hat dir bestimmt mal was erzählt von der Ensanglantée. Klar, so eine Gruselgeschichte. Musik
Ensanglanté heißt in Blut gehüllt. Ihre Geschichte reicht bis zu den ersten Siedlern zurück, auf der Suche nach einem neuen Leben. Aber sie fanden nur den Tod. Es begann alles, sich zu ändern mit den neuen Zeremonien in ihren religiösen Praktiken. Die Menschenopfer. Ich weiß, daran kann ich mich erinnern. Ist Anna eine von ihnen? Alles, was ich sagen kann, ist, sie hat sich einfach mit sehr üblen Leuten umgeben. Lincoln? Ich muss dir was zeigen. Kannst du dazu was sagen? Bonnie. Weißt du, Liebes, ich beobachte dich schon seit ein paar Wochen. Die behandeln dich hier wie ein richtiges Stück Scheiße. Es ist hier nicht so übel. Und was ist mit Phil, der dich begrabbelt, wenn du an ihm vorbeigehst? Und was ist mit den Kunden, die dir nie ein Trinkgeld geben? Das ist nicht übel. Dieser Ort kann dich niemals so glücklich machen, wie du es verdienst. Aber wir können's. Warum bist du so unglaublich nett zu mir? Du solltest dich nicht fragen, warum ich so nett zu dir bin. Frag dich lieber, warum das niemand vor mir war. Werde ein Teil von uns, Anna Baby. Bonnie nahm mich auf. Endlich war ich willkommen. Deshalb warst du bei Sammys? Ich hatte keine Wahl. Sie sagten, das ist der einzige Weg, sich zu reinigen. Lass mich gehen. Ich sag auch nicht. Bitte. Ich wollte sie stoppen, aber ich konnte nicht. Ich musste einfach nur raus und er... Das Schreien. Die Tränen. Das Blut. Das Würgen. Das Leiden. Sieh mich an, Anna. Solche Menschen haben ein Schema, um andere gefügig zu machen. Wo hat Bonnie dich noch mit hingenommen? Zu einem Nachtclub. Nuit Blanche, dort führen sie die Anwärter in die Familie ein. Ja, kenne ich. Ein Hippie-Club in der Innenstadt. Und diese Spielkarte. Nur damit lassen sie dich dort hinein. Verstehe. Hey, das war sehr gut, Anna. War sehr gut. Sehr gut. Hey, pass auf den Nebelschleier auf. Wenn der Schleier aufzieht, steigt der Geist empor und das Fleisch verzehrt. Das Fleisch verzehrt. Die Kleine braucht Hilfe, Pater, ganz dringend und so schnell es geht. Die wird sie niemals bekommen. Sie hat doch nichts außer ihrem Namen. Ich meine, die werfen sie in eine Gummizelle und vergessen sie. Wir wissen beide, diese Stadt schert sich nicht um die Armen und die Schwachen. Aber sie hat uns. Ich mache ihr etwas zu essen und du tust, was du tun musst, mein Sohn. Danke, Pater.
Order a couple cold ones at your local tavern, or pick up a six-pack at your favorite store. Stoltz, cold, mellow refreshment that's good to the last golden drop. Stoltz, it's in the water. Stoltz, it's in the water. Israel legte heute einen umfassenden 9-Punkte-Plan zum anhaltenden Frieden mit den arabischen Nachbarn vor. Außenminister Abba Eban trug die Bedingungen seines Landes vor der UN-Vollversammlung vor.